بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله وفضل الله ونعمته أتمامنا، يعني أهم ما يتعلق بهذه المسائل التي يحتاجها الإنسان في دينه ودنياه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الله سيدنا محمد. Wir schon einige Punkte geklärt und gedeutet, in alles was zum Beispiel die, mit dem Thema vereinfachten Fiqh betrifft. نعم. الآن بإذن الله تعالى نراجع ما أخذنا. Nun versuchen wir jetzt wieder zu wiederholen, was wir vorher gemacht haben. نعم. قلت أن الفقه ينقسم إلى جزئين. ذكرنا أن الفقه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو العبادات الذي يقدم ولا بد، العبادات، والعبادات هي أركان الإسلام ومعها الجهاد. نعم. Wir haben erwähnt, dass der Fiqh in zwei Teile unterteilt, und zwar Ibadat und also Anbetungen und Ibadat und Muamalat und Umgang. عبادات أركان الإسلام ومعها الجهاد. Die Anbetung beinhaltet die Islamssäule und dazu gehört auch Jihad. ثم المعاملات يلحق بها أمور مثل ما ذكرنا في القضاء واللباس والأطعمة والأشربة وغير هذا. نعم. Und dann kommt der Teil, und da haben wir auch einige Punkte wie Verkauf und Kauf und قضاء und Heirat und Scheidung. نعم. دخلنا طبعا في أول كتاب في العبادات وكتاب الصلاة. أول كتاب قلنا يبدأ به الفقهاء بأي كتاب؟ كتاب الطهارة. نعم، يبدأ بكتاب الطهارة. وأرادوا بالطهارة أولا طهارة الباطن، الطهارة المعنوية، ثم طهارة الظاهر، الطهارة الحسية. Und da haben wir auch erklärt, dass man schon die Reinheit unterteilt sich in zwei Teile, innerein, also innere Reinheit und äußere Reinheit. طهارة الباطن من الشرك الأكبر والأصغر. Und die innere Reinheit hat auch die Reinheit vom Schirk, Götzendiener. وطهارة الظاهر من الحدث الأصغر أو الأكبر والخبث، أي من النجاسات. Und die äußerliche Reinheit beinhaltet einfach die Reinheit von kleiner Schmutz oder kleiner Unreinheit und große Unreinheit. نعم غيره. ماذا أخذنا؟ أن الحدث ينقسم إلى حدث أكبر، والحدث الأكبر كيف يرفع؟ بالاغتسال. والأصغر بالوضوء. لا تغشش انت. نعم. Dann haben wir nochmal erwähnt, dass der kleine Unreinheit wird abgehoben durch Wudu und die große Unreinheit wird durch Waschen, also komplett Waschen für den Körper auch abgehoben. ولا بد من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء، عن البدن والبقعة والثوب. Und man muss auch diese Unreinheit beseitigen und das beinhaltet drei Sachen, also die Beseitigung von der Unreinheit vom Körper, vom Körperkleid und المكان اللي يصلي فيه. Und dem Platz, wo schon man das Gebet verrichtet kann. نعم. أخذنا أن الطهارة تكون بماذا؟ بالماء وهو الأصل. نعم. وإن لم نجد الأصل أو تعذر استعمال الأصل نرجع إلى التراب. Ursprünglich wird auch die Unreinheit mit Wasser beseitigt. Hat man das Wasser nicht gefunden, dann benutzt man auch den Staub. نعم. والماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس. نعم. Das Wasser unterteilt sich auch in zwei Teilen, entweder rein, also sauber, oder unrein. ولا نحكم بالنجاسة إلا إذا تغير الماء. فالضابط عندنا التغير في الطعم أو في اللون أو في الريح، لكن بنجاسة تؤثر في الماء، إذا ما أثرت فالماء باقي على طهوريته. نعم.
Wir können nur dann bestimmen, ob das Wasser rein ist, nur durch drei Sachen, durch Farbe, also wenn die Farbe sich ändert, oder durch Geschmack, wenn der Geschmack sich ändert, oder لابد أن النجاسة تؤثر في الماء بأن يتغير لون الماء. كيف نعرف أنها غيرت؟ بأن يتغير لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء. Und dritte Sache ist es durch Geruch des Wassers. Wenn das Geruch sich ändert, dann wird das Wasser auch unrein. نعم. أخذنا أيضا أقسام النساء في الحيض. Dann haben wir auch das Thema Frauen behandelt und es gibt auch verschiedene Gruppen bei der Frauen, bei wie die Frauen ihre Tage bekommen. ثلاث أقسام. Es sind drei Sorten von Frauen. لها عادة معلومة. Manche Frauen kennen auch ihre Tage, die schon regelmäßig kommen. ليس لها عادة الثانية. ليس لها عادة لكن لها تمييز تفرق. Manche bekommen ihre Tage unregelmäßig, aber sie kann unterscheiden sich genau, wann die Tage ungefähr kommen. والثالث الثالثة هذه ليس لها عادة معلومة وليس لها تمييز صالح. Die dritte Art von Frauen, die schon ihre Tage überhaupt nicht vorher bestimmen können oder wissen können, wann die Tage kommen und auch sekundär nicht ganz genau unterscheiden, haben sie ihre Tage oder nicht. الدماء التي تصيب المرأة. نعم. Die Blutung, die die Frau bekommen. حيض. Das sind einfach die normalen Tage dieser Blutung. وهذا الحيض هو دم طبيعي. دم طبيعي يخرج من المرأة ويدل على أن المرأة طبيعية ويمكن بإذن الله أن تحمل. نعم. Diese Blutung, was aus der Wiege aus der Frau kommen, das ist eine normale Blutung, die Allah سبحانه وتعالى auf den Frauen gegeben hat und dadurch erkennt man, dass die Frauen, sag ich mal, körperlich in der Lage sind, auch Kinder zu erzeugen. الاستحاضة هو دم فساد. نعم. Es gibt eine zweite Sorte von Blutung, nennt man Istihada, und es ist ein verdorbenes Blut. فالأصل في الدم الذي يصيب المرأة فهو حيض. In der Regel, alles, was die Frau bekommt, also diese Blutung, ist es, nennt man Heid. تترك فيه الصوم والصلاة. In dieser Zeit, wo sie ihre Tage bekommen, verlässt einfach das Gebet und das Fasten. ولا تطوف. Und darf nicht einfach Tawaf und Bekaa machen. ولا تمس المصحف. Dazu auch, dass sie auch den Mus'haf oder den Koran nicht berühren darf. ولها أن تقرأ القرآن. Aber ist ihr erlaubt, den Koran zu zitieren. ولا تطلق. Und in dieser Zeit darf nicht geschieden werden. ذكرنا ولا تجامع. Und dann auch mit ihr Geschlechtsverkehr gemacht werden soll. نعم. أما المستحاضة تصنع كل شيء. لا إشكال عندها. Die zweite Sorte von Frauen, die مستحاضة, die darf لأن الاستحاضة مثل الدم النزيف. يعني مثلا جاء إنسان وتعدى على المرأة بالضرب، مثلا ضربها على بطنها ونزل منها دم، هذا دم استحاضة نزيف، جاءها نزيف دم، هذا هو مثل الاستحاضة، مثل نزيف الدم. نعم. الاستحاضة ist eine Blutung, die durch andere Faktoren verursacht werden. Zum Beispiel, wenn jemand kommt und steht zum Beispiel der Frauen auf ihrem Bauch und dann in dem Moment verletzt sich die Frau und auch kommt von ihr Blut raus. Also diese Blut nennt man kein Heid, sondern ist Hader. الثالث دم نفاس عند الولادة. عند الولادة إما أن يسبق الولادة ب شيء يسمى عندنا بالطلق. طلق يعني مثل يعني ضربات الكهرباء، يعني تأتيها مثلا في الظهر أو كذا، فإذا كان معه طلق فهذا هو النفاس. نعم. قد يسبق الولادة بساعات بيوم ويستمر معها بعد الولادة إلى 40 يوم، هذا أكثر حد للنفاس. نعم. Die dritte Sorte von Frauen, das sind die Frauen, die ihr während des Geburtes Blut bekommen und diese Blutung oder diese Blutung kann sein kurz vor der Geburt oder nach der Geburt und dauert in der Regel 40 Tage, das Maximum in der Scharia so veranlagt ist oder bestimmt ist, dass die höchste Zahl von Nefas 40 Tage. ومن نعم الله سبحانه وتعالى على الرجال أنهم لا يحيضوا.
لا حيض ولا نفاس ولله الحمد. Es ist eigentlich klar, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Männer keine Tage bekommen, also keine Blutung bekommen. فأعلم النساء فأعلم الناس بالحيض النساء، النساء لهم خبرة في هذا الباب أكثر من الرجال. Nur die Frauen selbst können einfach diese Blutung bestimmen. Die können von der Natur aus Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah, dass sie auch genau wissen, wann die ihre Blutung bekommen. نعم. أخذنا في كتاب الطهارة الآنية وقلنا الآنية الأصل فيها الطهارة والحل. نعم. Dann haben wir auch weiterhin das Thema Reinheit auch beinhaltet auch Gefäße, die verschiedene Sorten von Gefäßen. يستعمل آنية الفخار، الزجاج، البلاستيك. نعم. Alles was alle Gefäße in der Regel sind auch rein, alles was zum Beispiel aus Plastik, aus Glas, aus Metall, aus Ton sind alle rein. نعم. فالأصل فيها الطهارة والحل. نعم. لكن عندنا آنية الآنية التي تأتينا من الكفار، الألبسة التي تأتينا من الكفار. نعلم طهارتها فهي طاهرة، نعلم نجاستها فهي نجسة، لابد أن تغسل. نشك نبني على الأصل وهو الطهارة. نعم. Bekämen wir Gefäße von Ungläubigen, dann muss man auch uns vergewissern, ob diese Gefäße rein sind. In der Regel sind die, auch diese Gefäße rein und auch nutzbar. Hat man auch Zweifel, ob diese Gefäße unsauber sind, dann gilt auch die Regel, dass die Gefäße vom Ursprung rein sind. ذكرنا عذاب الحاجة. Dann haben wir auch über, wie man sich verhält, wenn man schon beim Geschäftssaal, also wie man schon sein Geschäft erledigt, also beim Stuhlgang oder wie man auf die Toilette geht. وذكرنا السنة للفطرة. Und dann haben wir auch diese natürliche Veranlagung, die Allah سبحانه وتعالى uns erschaffen hat. منها السواك. Darunter auch السواك. يستعمل عود الأراك في السواك. Diese bestimmte Sorte von Pflanzen, diese Arak-Pflanze. نعم أو أي عود من الأعواد التي لا تضر. Oder irgendwelche Pflanze, die schon mal auch keine Schaden errichten haben auch beim Zahnfleisch und beim Zahn. وإن لم يجد. نعم. Wenn jemand nichts davon findet. يأخذ خرقة. Dann nimmt man ein Tuch. ويقوم مقام هذا العود فرشاة الأسنان. Die Zahnbürste ersetzt auch diese Sorg. نعم. يأخذ خرقة ويستاك بها. نعم. Man kann auch ein Stück Tuch mitnehmen, also nehmen und zu sich nehmen und einfach mit der gerade den Finger über den Finger und versucht einfach das Zahn zu polieren. وإن لم يجد فبإصبعي. نعم. Wenn man gar nichts findet, dann mit seinen Fingern. يستحب السواك في مواضع. Also Sorg benutzen ist es vorzug in bestimmte Situationen. عند الصلاة. عند الوضوء عند قراءة القرآن عند الانتباه من النوم عند قيام الليل الدخول إلى المنزل في كل وقت وبخاصة عند التغير تغير رائحة الفم وهو صائم في كل أوقات الصيام Selbst auch wenn man fastet und man Geruch, Mundgeruch, dann kann man auch und darf man auch Zwerg benutzen. وعند الموت. Und beim Sterben. يعني المحتضر. المحتضر إلى يعني وقت أنه يحتضر أو قبل أن يحتضر إذا ظهر عليه علامات الموت يسأل له أن يستعمل السواك كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. Es ist so, dass jemand, der schon am Sterbebett liegt, نعم وذكرنا حلق العانة ونتف الإبط حلق العانة هو الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل للذكر وللمرأة نعم Dann haben wir auch erwähnt, ein Buch, das schon die Reinheit gehört, einfach Schambereich rasiert und auch unter der Echsenhöhle auch entweder rasiert oder einfach die Haare mit Finger oder mit Hände rausziehen. وتقليم الأظافر. Genauso auch die Nägel kürzen. وقص الشارب. Und auch die Schnur auch kürzen. وإعفاء اللحى. Und dass man auch sein Bart wachsen lässt. وقلنا لا يمكن أن يترك الحلق للأشياء التي ذكرناها أكثر من 40 يوم. حلق
ابط حلق العانه ونتف الابط وتقليم الاظافر هذا لا تترك اكثر من 40. نعم. This is nicht erlaubt, dass man auf sein Schambereich oder sein Axelhaar nicht mehr als 40 Tage rasiert. 40 يوما. Also maximum 40 Tage. Dann muss man auf seine Schambereich und Axelhaar auch rasieren.